fahr jetzt bestimmt nicht 100 Runden und probier's, wie es am besten ist. Seriously. Ich fahr jetzt nicht meine 100 Runden und probier 100 verschiedene Arten und Weisen. Was ja auch spaßig und interessant ist, aber halt bei gewissen Sachen kann man es auch übertreiben. Ich glaube, hier sollte man oben fahren. Müsste man, glaube ich, direkt auch anders anfahren. Also die Stelle finde ich arschgeil. Die Stelle finde ich sau krass. Ach so, nee, hier kann man ja voll... Oh. Ich denke mal, das ist die andere. Ich kann es nicht unterscheiden, welche das ist. Ich denke mal, das ist die hier. Weil wenn ich bei der zu schnell bin, fliege ich darüber. Muss man echt schwitzen und lenken, was ist das Zeug? Und draußen ist es noch so heiß. Ich habe heute wieder so geschwitzt, James, beim Schlafen. 31 Grad bei mir im Raum. Ich habe so geschwitzt. Es war so nass und ich hatte immer mehr Krämpfe. Gang vielleicht, ist zu krass. Aber aus Versehen den ersten Gang geschaltet. Ich weiß. Dass man das nicht mit einem Klick einfach sagen kann. Wo ist das hinten? Vorne rechts. Front. Right front. Einmal mehr. Okay. Mein Bett ist, als ob ich, also wie eine Badewanne. Wie eine Badewanne. Habe ich richtig gemacht? Ich wollte vorne rechts ein bisschen höher machen, den Druck. Ja, das wird halt einfach nicht kalt so einfach. Du musst dir vorstellen, die Fliesen sind normalerweise total kalt. Dass wenn du mit den nackten Füßen drauf kommst,
erfrierst du. Und die sind jetzt warm. Und die sind halt so aufgeheizt, auch allein die Fliesen überall in der ganzen Wohnung. Die sind so warm alle. Und bis die haben so viel Hitze anscheinend. Bis die mal wieder kalt werden, dauert es ewig. Und auch hier bin ich wieder am Schwitzen. Also es war's. Also ich bin komplett nass. Ich habe mir gerade ein neues T-Shirt angezogen, bevor ich zum Fahren hingegangen bin. Das war's. Ich bin nass. Das ist einfach wild. Normalerweise sind auch, also erstmal die Fliesen sind kalt, wenn du sie berührst, dann sind die Wände auch normal kühl. Wenn ich jetzt anfasse, ist alles einfach ultra warm. Das kann ja gar nicht abkühlen, wenn das alles so warm ist. Ganze Wohnung ist aufgewärmt. Fliesen, Wände, sogar das scheiß Holz, was hier ist, ist warm. Alles ist warm. Ich brauche nur mal, ich meine, es ist ja auch jetzt, wenn es alles offen ist, habe ich jetzt fast 30 Grad. Und ich brauche nur mal kurz zumachen, Computer hin oder her, und es wärmt sofort wieder auf. Auch Räume ohne Computer wärmt sofort auf. Alles klar, bis gleich. Na, Handy, lass mich in Ruhe. Geh wieder auf dein Ding zurück. Wieso? Try Hard morgen klingt interessant, ja. Techni hat ja gesagt, vielleicht bis übermorgen, kommt heute gar nicht, oder wie? Vielleicht unten im zweiten Gang. Hier bin ich also nicht sicher. Ich ja komplett einlenken. Ich weiß nicht, wie ich die fahren soll, Alter. Seriously, ich weiß nicht, wie ich die fahren soll. Da ist so eine Ecke, dann geht es ganz weit nach vorne links und dann ist alles breit. Hä? Wie fahre ich die? Ich kann mir da keinen Reim drauf bilden.
Das kannst du nicht vorstellen. Das kannst du nicht vorstellen, Alter. Was zum Fick hier? Wieso immer Competition, Alter? Das ist eine Katastrophe. Ist die Strecke auch in Competition oder was? Was geht, meine lieben Simracing-Freunde? Herzlich willkommen zu diesem neuen Streckenguide hier in Assetto Corsa Competizione. Und da die letzten Streckenguides sehr, sehr gut bei euch angekommen sind, dachte ich mir, okay, auch Competition. Noch mal ein Streckenguide. Ja, aber das können wir, es ist halt wieder, dann sind die Curbs anders, aber egal, mal schauen. Die neueste Strecke hier in Assetto Corsa Competizione raus, nämlich... Ist das auch die mit der richtigen Schikanen oder so? Ihr habt schon richtig erkannt. In Sanford sind wir unterwegs und da wollen wir uns heute mal die Linien angucken, die ich fahre, die Bremspunkte. By the way, ich bin noch mit dem Controller unterwegs, also da geht auf jeden Fall noch ein bisschen was, aber ich dachte mir, bevor das hier noch ein bisschen dauert, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Controller? Wir sind jetzt gerade auch schon auf dem Weg zu Start und Ziel. Was habe ich jetzt? Wir fangen direkt an. Was habe ich jetzt angeklickt? Was denn jetzt? Wo bin ich hier gelandet? Controller! Ja, echt? Der Streckenvorstellung, let's go! So, nachdem wir genug Schwung mit auf die Start und Ziel genommen haben. Also ich schalte jetzt zweiten oder dritten runter und beschleunige nochmal raus, wenn es geht. Mal schauen. Wir haben, bremsen wir ziemlich genau an dieser Linie an. Das kann man sich ziemlich gut merken. Hart in die Eisen gehen, dann runter in den zweiten Gang schalten und relativ eng halten die Kurve, denn das ist eine leichte Steilkurve, wie ihr seht. Okay. Das heißt, man kann sich da schön reintreiben lassen, früh wieder aufs Gas, volle Streckenbreite ausnutzen. So, dann hier im dritten Gang bleiben, relativ mittig positionieren für diese Linkskurve. Das ist auch wieder so eine Art Steilkurve, deswegen sehr aber die ist, halten. Aber die ist anders, das ist nicht die richtige. Nee, die ist anders, Alter. Die ist ganz anders. Nee. Wenn ich hier fahre, es ist eine andere Strecke. Merken, hart in die Eisen gehen, dann runter in den zweiten Gang schalten und relativ eng halten die Kurve, denn das ist eine leichte Steilkurve, wie ihr seht. Das heißt, man kann sich da schön rein... Und dann fährt man doch hier, dann ist es, tut man so rausdriften. Treiben lassen, früh wieder aufs Gas, volle Streckenbreite ausnutzen. Und jetzt ist es so eng hier. So, jetzt geht es sofort nach links. Relativ mittig positionieren okay. Für diese Linkskurve. Das ist auch wieder so eine Art Steilkurve, deswegen sehr also eng. Also komplett eng, okay, egal, schau es mir trotzdem an. Also komplett eng und dann raus im zweiten macht er das. Ausnutzen. Jetzt erstmal voll durchbeschleunigen. Hier geht es natürlich komplett voll. So, und jetzt kommen wir auch schon zu einer sehr anspruchsvollen Passage. Hier lenke ich schon ein, auch wenn ich es nicht sehe, weil das ist schon heftig, schon geil. Eine der besten Kurven hier. Diese langgezogene Rechtskurve, da positionieren wir uns erstmal sehr weit links, schalten zwei Gänge runter in den dritten Gang, Linie sehr schön eng halten, früh wieder aufs Gas gehen, damit wir den ganzen Schwung mit rumnehmen können. Dann hier wieder links rüber, in den dritten runter, in über die Curbs. Bis ganz nach außen. Aber das ist viel kleiner hier. Schalte ich jetzt persönlich in den ersten Gang sogar runter, damit man mit der Motorbremse sich nochmal schön reintreiben lassen kann in die Kurve. Und ganz kurz nach außen. In den zweiten und dritten Gang. Damit okay, und dann diese Kurve hier sehr mittig anfahren. Und ein Naja, Kurt, du bist ja auch ein alter Sack. Also das ist doch klar, dass du dich zu Hause fühlst. Ich weiß ja nicht. Was ist denn mit dir? Relativ späten Scheitelpunkt setzen, um den ganzen Schwung natürlich wieder mit auf diese kurze Gerade zu nehmen. Hoch in den vierten Gang. Ja, so ein Ding ist das. Genau hier bremsen können, quasi kurz vor dem Curb, kann man sich sehr gut merken. Hier schalte ich runter in den zweiten Gang, innen über den ersten Curb. Die zweiten versuche ich zu vermeiden, um das Auto stabil zu halten. Und hier beschleunigen wir auch nochmal kurz durch in den dritten hoch, damit wir uns hier in diese Rechtskurve nochmal schön reinfallen lassen können. Innen die Curbs schön mitnehmen, außen die Curbs schön mitnehmen. So, und dann in den vierten Gang hier hoch. Voll durchbeschleunigen. Die Kurve geht voll, wenn man sie richtig trifft. So, und das war auch schon eine Runde hier im wunderschönen Zandvoort. Wie ich finde, eine mega, mega geile Rennstrecke.
und wir sind jetzt hier eine 1.35.856 gefahren. Eine richtig gute Runde, denke ich mal, dafür, dass es mit dem Controller war. Wie gesagt, mit dem Lenkrad wird es definitiv noch schneller gehen. Aber wenn ich euch hier und da ein bisschen weiterhelfen konnte, dann zeigt es mir gerne mit dem Daumen nach oben. Lasst einen Kommentar unten. Wenn ihr mir eure Zeiten mitteilen wollt, wenn ihr noch Hilfe braucht, schreibt es gerne alles in die Kommentare. Lasst einen Kostenloses Abo da. So eng fahren wir noch außen. Ich würde mich mega freuen. Und ich lasse jetzt hier im Anschluss nochmal die Runde quasi ohne die ganzen Slow-Mos laufen, ohne mein Gelaber. Dann könnt ihr euch das einfach nochmal angucken. Und ansonsten sage ich schon mal, bis zum nächsten Video. Haut rein, Freunde. Ciao. Ciao. Ja gut, dann passt es ja eigentlich. Also die zwei, das ist okay, einfach eng nehmen. Die zwei habe ich auch probiert, aber war mir nicht sicher. So eng die eine. Geradeaus hoch und dann einlenken. Also nicht die Kurve nehmen, sondern geradeaus hochfahren. Kurz die Strecke da. Ja, mal schauen, Jimmy. Vielleicht finde ich noch ein paar Guides. Mir geht's halt einfach so allgemein mal schauen. Weil ich bin jetzt jede Strecke, die ich jetzt die letzten Tage gelandet habe, 500 Runden gefahren. Manchmal nach 500 Runden habe ich einfach keinen Peil, was ich welche Kurven fahren soll. Ja, das ist. Probieren wir mal. Mir ging es darum, um diese zwei Kurven. Also das ist egal hier. Mal schauen. Die Strecke ist auch jetzt anders. Die ist höher. Also die ist kippt mehr. Die haben sie, glaube ich, verändert noch. Mir ging es um das hier. Wie fährt er die? Ne? Und die ist, glaube ich, gleich. Die geht ja voll auf hier. Die ist ja riesengroß. Ich habe es nie geschafft, da jetzt so. Ich bin jetzt meine ersten 10 Runden gefahren hier überhaupt. Dann geht er hier drüber. Oder Vollbeschleunigung. Und hier ist total ekelhaft die Kurve. Die geht so zu. Keine Ahnung. Nimm ich sie von außen, fahre ich so innen. Der schaltet hier sogar den ersten runter. Weil du hast ja hier so viel Platz und trotzdem bist du im ersten. Hier so. Achso, ich spiele ja eh AC. Also das ist ja eh nicht immer das Gleiche. Selbst der Guide von Hungaroring war komplett anders, weil die Schikane hatte hohe Curbs und bei ACC konnte man über die Schikane durchfahren. Ich schaue halt und werde es dann versuchen zu ändern oder anzuwenden irgendwie. Also, das gibt halt meistens nur Guides für ACC und dann muss man das halt ein bisschen umändern. Aber so, wenn ich zwei Schlüsselkurven, so wie diese zwei engen Kurven hier, irgendwie mir kurz anschaue, passt es ja. Also ich fahre, ich mache das so, ich tue alle 3-4 Tage die Strecke ändern. Ich fahre jetzt hier mit 10 GT3 Autos, fahre ich jetzt erstmal die nächsten 3 Tage jeden Tag mindestens 8 Stunden die Strecke oder sogar auch 12 Stunden und versuche die zu üben und zu lernen. Das werden über 500 Runden und manchmal checke ich halt nach 500 Runden dann immer mal, wie es geht, weil ich versuche 400 Runden das eine, dann wie das andere, dann dies, dann das und jenes und dann drehe ich durch. Dann so konstant bin ich nicht, weil ich noch ziemlich ein Anfänger bin. Weiß nicht, was ich machen soll, aber dann tut man sich irgendwie eine scheiß Linie angewöhnen und dann kommt man da schwer von weg. Und dann irgendwann gewöhnt man sich eine bessere an, aber das dauert halt auch ewig. Also 500 Runden oder so. Ja, aber die fährt auch ganz eng. Ich habe da sogar, ja, das passt ja eigentlich. Ich habe es ja auch so probiert. Was bin ich jetzt gefahren? Was sagt denn der Server überhaupt? Was ist denn der Server? Ich bin jetzt gefahren 19 Runden. Die ersten 19 Runden. Zum Test. Genau, und die musst du ja total langsam nehmen. Wenn du sie nicht langsam nimmst, fliegst du darüber. Einfach komplett rechts und komplett links. Voll schnell. Und dann hier wieder raus beschleunigen. Und dann fährst du hier ganz normal. Die ist ja, diese Kurve ist ja dreimal. Am Anfang, also vor der Zielgeraden, nach der Zielgeraden und zwischendrin nochmal. Ist immer die gleiche Kurve eigentlich. Das ist ja oft so. Hey Tucho. Okay.
Weil ich wollte einfach immer mir mal 100 Runden sparen, bis ich das herausfinde. Okay. Nein, ich fahre ein anderes Auto, ich fahre ein anderes Spiel. Im Endeffekt ist das nicht zu vergleichen, aber trotzdem. So grob für den Anfang passt das ja. So grob für den Anfang passt das ja. Die ist auch schon eng, ey. Was ist denn das hier, ey? Kannst du dir nicht vorstellen. Ich finde, die ist anders als im Video. Die hier ist... Wenn du hier rausfliegst, kannst du die nächste nicht nehmen. Und hier, die ist er. Ich dachte, ich fahre hier oben, weil... Hast du mehr Grip? Aber er ist die so gerade hochgefahren. Muss ich dann mal probieren. Und die finde ich halt... Finde ich eigentlich die beste Kurve hier. Du fährst hier voll, lenkst schon vorher, siehst die Kurve nicht und kommst halt... Ja, okay. Es ist jetzt... Ja, leck mich am Arsch. Vorhin ging es besser. Da kannst du voll fahren. Aber gesagt, ja, das sind die ersten Runden, Tycho. Ich habe 166 Stunden Zeit, es zu lernen. Also eigentlich nur bis Montag. Und die ersten Runden einer Strecke sind immer Katastrophe. Also die ersten 100 bis 200 Runden sehen immer scheiße aus bei mir. Sogar bis 500 Runden. Und zufälligerweise kommst du gerade da, wo ich eine neue Strecke mache. Ja, zwischendurch machen wir auch Rennen. Ja. Und schalte ich dann auf Rennmodus. Wir können dieses Qualifying einfach skippen. Skippen erst 20 Minuten Rennen. Also erstmal hier üben das Ganze. Und hier auch voll eng nehmen. Ach so, nee. Gar keine Liga, gar nichts. Ich bin ganz neu in dem Spiel. Ich bin ganz neu im Racing. Ich habe einen Server, da habe ich viele Autos und lerne einfach jede Strecke. Also ich meine, ich versuche das zu meinem Driving Skill zuzufügen. Jeden Tag 8 bis 12 Stunden Training. Wir hatten jetzt 3-4 Tage Hungaroring, davor hatten wir 3 Tage Nürburgring, davor hatten wir Tor Poznan, dann hatten wir Raceway, Deep Raceway. Deep Forest Raceway, dann hatten wir, keine Ahnung, alle 3-4 Tage die Strecke ändern, einfach nur fahren. Einfach nur fahren und lernen. Dass ich die gängigsten Strecken auf der Welt halt lerne. Ich sag mal die ganzen Strecken aus AC, aus ACC, aus AMS2, aus der Formel 1, aus R-Factor 2, aus R3E oder was auch immer es da alles gibt da. Eigentlich reichen ja auch die aus der Formel 1 in die gängigsten auf der Welt. AMS ist super, das hat mich ins Racing überhaupt geführt. Ist zwar jetzt nicht vom Realismusfaktor, komme jetzt nicht an AC oder ACC ran. Aber AMS 2 ist super. Das hat mich zum Racing geführt wieder. Ich bin mit dem GT1 CLK MR bin ich alle 37 AMS2 Strecken gefahren. Halbe Stunde Quali, 20 Minuten Rennen. Alle 37 Strecken, zwei Wochen oder so. Ganz, ganz enges Programm. Jeden Tag 4 Strecken gelernt, halbe Stunde Quali, 20 Minuten Rennen. Nie irgendwas gekonnt, kein Auto, keine Strecke, nichts, aber einfach hartes Programm. Dann bin ich ein bisschen iRacing Formel 4 gefahren, weil man mir iRacing einen Monat geschenkt hat. Ich bin das 2011 schon mal gefahren, aber aktuellen Content hatte ich halt nicht, weil 2011 Content zu 2022 ist halt beschissen.
Und da wir bei iRacing uns nicht einig werden können wegen Content, das ist ja Katastrophe, da musst du ja zahlen für die, da zahlst du für die Strecken, da zahlst du für die Autos und zahlst du sogar für Custom Races auch noch 70 Cent pro Stunde. Das ist halt einfach nur beschissen. Dann bist du ein F1 22 gefahren, jetzt AC und der nächste, übernächste Progress, je nachdem, wird dann vielleicht irgendwann ACC sein oder auch hier bleiben, keine Ahnung. Also IMS2, iRacing, F1 22 und AC aktuell. Was ich von den Profis gesagt bekommen habe, Formel 1 ist Realismus, F1 22 0 bis 2. IMS2 je nach Klasse 4, 5. AC Realismus ungefähr 7, 8 oder 6 bis 8, je nachdem. Nach Mod und Auto. Ja, und iRacing AC halt 9. ACC 9 von 10 halt. 9 bis 10. Aber wenn IMS2 nicht gewesen wäre, hätte ich es nicht gefahren. Ich musste auch 5 Jahre komplett Racing-Pause machen, weil ich bin an den Füßen verletzt, habe Nervenschäden, habe viele Muskelfaserrisse und muss 12 verschiedene Tabletten am Tag schlucken, damit ich überhaupt aus dem Bett aufstehen kann. Und ich habe enorme gesundheitliche Probleme, sehr, sehr viele Krämpfe und jeder Krampf könnte der letzte sein. Also habe ich jetzt 5 Jahre verzichtet und mache jetzt einfach. Also weiß nicht, wie viel Zeit mir bleibt, ich fahre jetzt einfach. Es kann heute Morgen vorbei sein. Die ist am ersten gefahren. Ich finde die am schwersten, die zwei. Die zwei Rechtskurven nach den schnellen Kurven. Macht das so viel Spaß. Und jetzt versuche ich einfach ein bisschen zu lernen. Autos kennenlernen, Strecken kennenlernen. Ich war nie GT3 Fan, weil ich habe immer Formelautos gemocht. Aber die Welt hat sich halt auf GT3 spezialisiert anscheinend. Deswegen versuche ich das auch zu meinem Skill zu adden. Ich versuche GT3 zu fahren, Formel 1 bis 3, LMP 1 bis 3 und LMH. Und mein Herz schlägt halt immer für Formel 1, egal was passiert. Wenn ich da einsteige, dann grinse ich einfach und lächle. Der ist hier so gerade hochgefahren irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Kurz zurück. Ich habe hier die Rückfahrkamera, oder? Ist ja wild. Die Kamera ist ja geil. Halbes Einparken hier. So, also, ich dachte mir am Anfang, ich fahre die ganz normal unten, ganz, ganz eng, weil das ist eigentlich, keine Ahnung, das macht man ja manchmal so. Aber da hast du unten keinen Grip. Dann dachte ich mir, ich fahre sie oben, weil oben hast du viel mehr Grip. Aber der Typ ist vorhin so gefahren, ist auch anders hier, der ist hier angefahren, ist gerade hoch auf einmal und dann hat er hier nochmal abgebogen, ist er nochmal abgebogen. Oder irgendwie vielleicht schräger das Ganze, ich weiß nicht genau. Ich finde das hier finde ich echt. Vielleicht im dritten da durchpesen, hier voll anbremsen. Der ist in den ersten gegangen. Es hat Short Shift im dritten gemacht hier, zweiten, dritten. Und dann ist er hier im zweiten geblieben. Keine Ahnung. Die finde ich halt am schwersten.
Die nächsten, die wir jetzt hier haben, haben wir ja fast die, Alter, so die. Hier ist er in den zweiten gegangen. Ich weiß nicht, ob ich in den zweiten muss. Kann auch im dritten beschleunigen. Und ich finde, bei mir ist die Strecke mehr gekippt. Das haben sie ja verändert in den letzten Jahren. Sind wir so aufgeschüttet worden. Hier hat er gesagt, bei 50 bremsen. Bremst kurz vorher. Er ist in den zweiten gegangen. Hat die Kurve eng genommen und dann raus beschleunigt. Was ja okay ist. Hier muss ich schauen, dass ich ganz eng nehme, sonst fliege ich darüber. Und das ist hier da, diese vielleicht einfach so mit nach oben nehmen. So ein bisschen einen Bogen nach oben. Keine Ahnung. Ich finde das hier am schlimmsten, also die nächste. Das ist nicht egal. Das haben wir ja öfters. Die finde ich am schwersten hier. Vielleicht im dritten einfach hier düsen. Damit. Und hier. Weiß nicht genau. Also das finde ich mit am schwersten, die schwerste Kurve im ganzen Spiel. Also für den Anfang muss ich sagen hier. War das schon okay mit dem. Jimbo, so, ich hab's gar nicht hingeschaut. Ja, da war das mit AMS2 ein guter Einstieg. Also Progress, AMS2, iRacing und dann das hier. Und zwischendurch F1 22, einfach weil es ein Realismus hinterher, das macht halt Spaß, Formel 1. Eh krass, die ersten 100 Runden und dann bin ja gespannt, was ich nach 500 Runden sage, wie es die Strecke ist, wenn ich in mehreren Autos gefahren bin. Zeit her ist das so schneller, mit dem dritten Gang durchpesen, vielleicht sogar im vierten einen Schritt runterschalten. Okay, das war jetzt scheiße, aber egal. Ich fahre dir dann im vierten. Ich fahre dir dann im vierten über das Ding, dritten, zweiten und dann versuche ich so einzubiegen. Keine Ahnung. Jetzt mal hier probieren. Vierter. Oh, jetzt fehlt er zu viel. Hier voll abbremsen. Rein. Vollgas. Und hier. Ich würde hier sogar einen ersten schalten. Da muss man voll schnell fahren, sich rausdrängen lassen, glaube ich. Keine Ahnung.
So versuche ich jetzt Runde für Runde, Tag für Tag einfach zu lernen. Je nachdem, wie meine Füße das mitmachen. Ich finde diese Passage ultra schwer. Allen das will. Ich dachte, dass die anderen Strecken mich auf das Leben vorbereitet haben, aber ein Scheißdreck haben sie. Jede Strecke ist komplett wieder neu. Ich kann aus keiner einzigen Strecke, die wir davor geübt haben, Erfahrung sammeln. Hier mit einbringen, die Erfahrung. Ich mag halt die Challenge und die Herausforderung, scheißegal. Das ist eine Weltstrecke, wird in vielen Rennserien gefahren. Von daher werde ich die auch können. Irgendwann. Nicht dieses Jahr, dann halt irgendwann. Passt. Da ist für mich immer so eine Art Trinkpause. Sprit leer, Trinkpause, passt. Schön. Schön. Also körperlich. Körperlich anstrengende Strecke. Moin. Hola Chica. Hola Chica. Was geht? Ich hab heute mal ein bisschen meine Lenkradhalterung ein bisschen angepasst an mir. An mich? Ein bisschen, ein bisschen höher gesetzt. Ein bisschen die Position verändert. Ui. Könnte gut werden, mal gucken. Freut mich. Progress ist da, sagst du, oder was? Ja, ja. Alter, ich schwitze wie ein Schwein. Ich bin wieder komplett nass. Es ist so warm. 26,6 nur hier, aber es ist halt heiß ohne Ende. Also ich habe das Fenster nicht lang aufgemacht. Da kam eine Hitze entgegen, da habe ich gleich gesagt, nee. Ja, ich musste halt aufmachen, weil ohne Hitze 31. Krass. Die Boxeneinfahrt ist schon mal wild. Die ist schon mal krass, ja. Also bei der Kurve ist körperlich ist schwierig. So, genug Pause, weiter geht's. Aber ich sag dir, keine einzige Strecke hat mich auf diese Strecke vorbereitet hier. Oh je. Oh je, Bergsteigen warst du? Ja. Ich hab konntest du dir das denken oder schaust du mir zu? Nee, ich hab's. Ja, konntest du mir denken, weil ich bin ja auch hinter dir. Und irgendwo ein paar Kurven bist du vor mir. Ich kenn's ja, ich weiß so, wo diese Oje sind. Yellow Flag.
Dein Stream ist von mir stehen geblieben. Kann sein, macht er mal gerne, keine Ahnung. Ui, da parkt einer. So, Ticket gezogen, mal gleich schauen, ob du noch parken darfst. So, ich wollte vorne rechts, glaube ich, ein bisschen den Druck erhöhen. Okay, jetzt geht's. Nächste Strecke dann Kyalami, sag ich mal. Da freut sich bestimmt noch Techni, habe ich gedacht. Die sind mit AMS 2 gefahren und fanden die eigentlich beide nicht schlecht. Okay. Ey, und ich habe nicht gewusst, dass diese Strecken auch in ACC sind. Auch sogar die hier. Ich hatte mir ja vorhin die ACC, also die AC-Meisterschaften angeschaut. Was die so für Strecken fahren. Ganz komische Sachen, sag ich dir. Penalty Control. Was hast du gemacht? Was ist das? Ja, ich bin gemacht. Penalty. Man hat mich die Boxengasse gesetzt. Achso, ja, das ist normal, wenn du irgendwo stehst manchmal. Bist du bestraft und dann kannst du nicht weiterfahren. Weil ich schon eine halbe Runde lang wieder gefahren bin. Und plötzlich so, zack. Keine Ahnung, das hatte ich am Anfang, dass ich rückwärts fahre oder so. Vor allem, wenn ich rückwärts gefahren dachte ich, okay, passiert nichts. Ich habe mir kurz den Guide angeschaut eben, aber mich jetzt auch nicht so weitergebracht, weil die Sachen, die er gezeigt hat, habe ich schon getestet. Aber das Gute ist, dann passt das. Ich habe nämlich in der Kurve 3 verschiedene Möglichkeiten getestet, hatte mir einfach einen genannt, die anscheinend gute sind, die mache ich dann. Probiere ich das jetzt irgendwie. Aber ich kriege die nicht so hin. Und habe es trotzdem so gemacht, wie ich es gemacht habe. Ich war schneller von der Zeit. Ich glaube, die Runden, genau, also das, du kannst ja erstmal ohne Guide üben. Bis du das so umgesetzt kriegst. Genau, bis jetzt habe ich mir den noch nie einen Guide angeschaut. Das erste Mal im Ungaro-Ring nach 400 Runden. Jetzt nach 20 Runden mal kurz angeschaut. Jetzt gucken wir mal. Also ich habe den Server ja gemacht, den zweiten. Mehr habe ich nicht geschafft. Ich muss übers Wochenende noch meine Steuer fertig machen. Da muss ich immer jeden Tag ein bisschen basteln. Ich habe schon letztes Jahr gesagt bekommen, wenn ich nochmal zu spät komme, gibt es böse, böse Aua. Bis 31. habe ich Zeit, da muss ich immer ein paar Tage, also immer was vorbereiten. Morgen oder Sonntag finalisieren. Aber ich konnte halt nicht pennen, Mann. Es war so heiß. Ich hatte so Schmerzen zwischendurch. Immer wieder versucht auszumachen. Das Ding. Race Canceling? Immer wieder versucht auszumachen, die Kamera und den Ton. Bist du rausgeflogen oder was? Ich hab dich rausgeworfen. Ja. Nix, ich bin ganz normal gefahren. Ich hab mich nicht gedreht, gar nicht. Ich habe an den Regeln nichts verändert, ich habe nur die Strecke geändert und fertig. Aber das hatten wir gestern schon ausgesucht. Ja, und wir haben die gleichen Autos, wie wir auch gestern hatten. Keine Veränderung, nur der Corvette ist raus. Jetzt dazu entschlossen, mit dem BMW anzufangen, die Strecke zu lernen. Ich habe vorhin gesehen, dass Techni eigentlich in den Chat gejoint ist. Habe ich gemeint,
wenn er das Formel 1 Logo sieht, auf der Strecke am Anfang, dreht er durch. Aber es ist halt die neueste Version halt jetzt hier, das Ding. Auch grafisch sehr gut aufbereitet eigentlich. Kannst du mal schauen, was für Grafiken hier sind, so, ne? Das Neueste. Okay. Ach, die Banden alles. Nicht gut. Techni hatte gesagt, gestern bis übermorgen, gell? Sind wir aber Freitag was vorher? Oder wieder was zum Proben ist? Oder morgen, übermorgen, glaube ich. Irgendwie sowas. Ist ja nur Vollbremsung. Manchmal. So fies manche Kurve, die Kurve geht da so zu auf einmal, sieht trotzdem groß aus. Der Asphalt. Voll der Asphalt, aber sie geht komplett zu und das wirft dich voll raus. Aber die Zeit oben rechts ist wild. Bei mir. 165 Stunden. Wie? Insgesamt im Spiel oder wie? Nö, wie lang die Qualifying ist. Ah, also, oh, jetzt sehe ich. Ich habe jetzt anstatt 999 habe ich 9090 gemacht. Das sind 6 Tage und irgendwas. Einfach irgendeine Zeit. Passt schon. Also hast du die Strecke gefunden, sagst du im Ohr, ne? Ganz brav. Hat doch der zugehört. Beste. Eine Strecke sein, die mir gefällt. Der hat auf jeden Fall eine brutale Charakteristik hier, was sonst keine hat soweit. Ein bisschen erinnert sie mich an Ding, an Brands Hatch mit einigen Sachen. Vielleicht könnte sie dann auch Technik gefallen. Und wir haben eigentlich schon Sandford in diesem großen Trackpack, aber halt das ist die neueste Version. Ach, in der letzten Kurve zerfickt ist. Die Kurve ist ja, wenn du da so schnell fährst, dann fliegst du halt weg. Ich weiß. Ist doch voll bremsen bergab. Sag nicht sowas. Wenn man zu schnell fährt, fliegt man. Jetzt fahr schon ein. Ich weiß gar nicht, welche Richtung ich muss. Einfach abbiegen, einfach. Richtig so? Er meckert nicht. Egal, jetzt habe ich einen Schaden. Ne? Ja, das ist, denke ich, im ersten Schaden. Das höre ich. Ah, ich dachte mir, dass da sowas kommt. Na klar. Das ist die beste Wingsvorlage, die beste Vorlage, die du mir geben kannst. Die Vorlage, ja. Aber so schlecht wie heute habe ich schon lange wieder nicht gepennt. Also, aber ich wache halt so oft auf. Ich glaube manchmal, ich penne gar nicht. Ich liege immer nur kurz ein, was ja auch stimmt. Zum Glück hat da keiner Ton an oder sowas, wenn ich da penne. Ja, zwischendurch schreie ich einfach. Ich schreie einfach. Ganz laut. We estimate you've got five minutes.
Was kommt manchmal so eine weitere Krämpfe? Ich hab heute aber auch einen brutalsten Albtraum gehabt. Beziehungsweise richtig schön brutal. Keiner erzählen. Ganz wild, wa? Ja, ich weiß auch nicht, warum ich so Mist geträumt habe. Wahrscheinlich wieder irgendwie falsch gelegen, Schmerzen gehabt. Ich penne gerne auf meinen eigenen Arm und dann schläft er irgendwann ein und irgendwann fängt es an zu schmerzen und ich denke mal, dann träumst du irgendwie Mist. Ja, da muss ich mich irgendwie drehen oder bewegen, ja. Wenn es auch noch im Traum vorkommt, der Schmerz, ist ja wild. Aber da ich nicht wach werde, weil ich immer so tief schlafe, dann irgendwie Mist verstanden. Ich überlege sogar jetzt, mit dem anderen Lenker zu fahren hier, weil hier musst du so viel lenken, so schwer, hab da mehr Grip mit dem anderen Lenker. Was halt größer ist, so wie deins. In diesem Stint, sag ich mal, haben sich meine Runden nicht verbessert, eher verschlechtert, aber ist nicht schlimm. Ich fahre immer so meine 20 Liter und dann mache ich kurz Trinkpause. Ja. Klingt gut. Bleib sowieso stehen auf der Strecke. Bin ich ja gezwungen. Dem Technik, diese Bedenken gestern geäußert hat von dem ganzen Server-Ding, habe ich schon das Zweifeln begonnen, aber ich habe jetzt doch einfach noch einen zweiten Formel 1-Ding gemacht, weißt du? Damit wir hier genug Spots haben für GT 3. Ja, da meinst du auch nur gut, dass du nicht so viel Arbeit hast. Ja, dass wir uns zu sehr splitten, aber ich fahre ja eh hier mit euch. Ich traue mich ja jetzt gar nicht. Ohne Witz, ich traue mich gar nicht, jetzt, wenn ich jetzt sage, ich habe 5 Minuten Bock, nach Formel 1 umzuloggen. Traue ich mich fast gar nicht. War nicht gut erzogen. Wenn ich jetzt keinen Bock habe, aber so auch bei... Ja, kloppt überall, macht alles kaputt. Auch bei... Fährst du die Steigkurve auf kurz vor Startziel Vollgas? Wow. Naja, aber im vierten okay. Oder so. Aber ja. Vierten Gang, glaube ich. Nicht da erst. Wird er gleich sagen. Aber ja. Aber erst nachdem ich da so komisch rechts gefahren bin. Aber ja, da bergauf schon. Ich muss gleich schauen. Kurve an, bremst dann runter im dritten und dann gebe ich Vollgas, ja. Im dritten, dann bin ich im, wenn steil wird, bin ich im vierten. Ja, also schon voll fünften dann, wenn es gerade wird. Kurz vom Heineken schalte ich im sechsten. Ich glaube, ich tue mir noch ein bisschen wieder dazu, dann kann ich noch genau eine Runde mehr fahren. Ich dachte, vielleicht kriege ich eine Strecke hin, die nicht in ACC ist, aber ist auch in ACC. Kannst du nicht vorstellen. Ich habe da nie drauf geschaut. Ich wollte eigentlich gucken. Aber ich glaube, diese Strecken an sich sind hier eh immer gleich.
Auch Spar ist da überall. Auch Spar ist da überall drin. Ne? Nürburgring. Das sind halt die Grundstrecken halt. Das gehört. Hungaroring, das gehört auch zum Grundstrecken anscheinend. ...9,5 machen wir doch. 10,5. Genau, Steilkurve, vierter Gang. Hat geklappt. Jo, wunderbar. Okay. Lol, da musst du ja wohl bremsen, da musst du den zweiten runter. Oh. Nee, nee, ich hab viel. Ich irgendwie erst bei 50 gebremst. Jo, erste Kurve mache ich kacke und die drittletzte. Oh Gott, was ist das hier? Da gibt's jetzt Zeiten ohne Ende. Keine Aufnahme gefunden, Gegner wählen. Wähle eine Aufnahme. Fährst du das gleiche Auto? Ich fahre den M4, glaube ich. Ich auch, ja. Als ich eingeloggt bin, hattest du den M6. Ich hatte immer den M4. Nee? Ja, okay. Ich dachte, ich quäl mich mal hier nicht selbst, sondern ich fahre Auto, was ein bisschen einfacher ist für den Anfang. Ich hab jetzt den mit dem höchsten Rating genommen. Achso, bei deinem Rating. Die ist krasse, Mann, die ist beschissen gekommen. Das sieht voll gut aus, Jens. Bist du Profi schon? Ich sah ja, die Strecke liegt mir irgendwie. Okay, zu früh gebremst und zu viel gebremst. Oder du wegen deiner Umstellung fühlst dich wohler jetzt. Ja, ich habe halt mehr Platz. Vorher bin ich immer mit dem Bein oben an der Platte, am Lenkrad und so gekommen und musste mich immer richtig reinquetschen. Ja. Beinfreiheit ist. Ich hab das Ding bisschen weiter wichtig. Nach hinten gestellt. Damit ich jetzt mehr liege. Oh, halbes Formel 1 Ding. Ja. Ganze Zeit geplant, dass ich das irgendwann optimiere, aber ich hab mir gedacht, erstmal fahre ich. Und wie ist das mit dem Wegrutschen? Ja, es rutscht schon, aber ich kann den ziemlich easy wieder zu mir ziehen und dann bleibt er erstmal ein bisschen. Er rutscht nur noch ein bisschen. Okay. Kurze Wireless umstellen, eine Minuten. So. Mal kurz hier. Stehe. Ja, erstmal muss ich meinen Rücken kurz lüften, das ist ja komplett nass. Ich sitze erstmal in der Pfütze hier. Kannst du dir nicht vorstellen.
So, danke, ich habe schon einen Pinkel hier. Ups, verschalten. Schiffe und Hände waschen auch geschafft. Geht's gleich weiter. Nicht viel Zeit verlieren. Bewegungspensum ist wichtig. Und richtig. Ui, ich hatte irgendwas, das hatte ich verdreht. Jens, mein Guter, was machst du?